Hi zusammen, hier ist Kai von Schwarz auf Weiß. In diesem Video stelle ich euch vor, was ich für das Jahr 2021 so geplant habe, was meine Leserziele, meine Leservorhaben sind. Ein Video, das ich eigentlich gar nicht machen wollte. Warum ich es jetzt doch mache, verrate ich dir am Ende des Videos. Allem voran möchte ich erstmal wieder darüber Buch führen, was ich gelesen habe und vor allem wann ich es gelesen habe. Das ist nämlich beim Drehen meines letzten Videos bei den Jahresfavoriten sehr schmerzlich irgendwie bewusst geworden, dass ich das im letzten Jahr vernachlässigt habe. Also dass in meinem Notizbuch ganz, ganz viele Bücher, die ich gelesen habe, fehlen. Und die, die nicht fehlen, da habe ich dann kein Datum eingetragen, wann ich das angefangen habe, wann ich die beendet habe. Und deswegen war das so ein bisschen, musste ich so ein bisschen raten letzten Endes. Und zwar das letzte Jahr für mich auch mit Babypause und so weiter und auch beruflich sehr fordernd. Deswegen ist es klar, dass das ein bisschen ich das geschlabbert habe, aber im Nachhinein ärgere ich mich trotzdem sehr darüber. Und deswegen habe ich mir so ein Leuchtturm-Notizbuch zurechtgelegt und habe auch jetzt schon angefangen nachzutragen und hoffe, dass jetzt einfach weniger in Vergessenheit gerät. Ich schreibe mir immer ganz gerne auf, also so eine kurze Inhaltsangabe und so die wichtigsten Plot-Twists und auch so grob was zu den Figuren. Einfach, dass wenn ich das nochmal zur Hand nehme, dass diese Erinnerung, die man hat, dass die frisch bleibt. Also Lesetagebuch führen, definitiv mein Vorsatz Nummer 1. Dann gibt es noch so eine Sache in meinem Regal, in meinem Bücherregal, die ich ändern möchte. Anne von Literaturlern hat neulich unter einem Video von mir kommentiert, so ganz geschockt: Was? Du mischst ungelesene Bücher mit gelesenen Büchern? Das geht ja gar nicht. Ja, ich mache das. Ich mache das sehr gern und eigentlich auch schon immer. Und ich habe außerdem trotzdem in meiner Wohnung überall so Stapel von ungelesenen Büchern an komplett zufälligen Stellen. Also so Bücher, die ich jetzt bald lesen will. So, und die sollen jetzt aber einen festen Platz in meinem Regal bekommen. Das heißt, mein Regal werde ich jetzt entsprechend beschriften. Und dann will ich da auch gleich Bücher für kommende Videos einsortieren. Also für Bücher-Battles, für kommende Autoren-Specials. Das ist auch so ein Format, das ich eigentlich gerne mal machen will. Für Thementags, die ich mir ausdenke, oder auch mal für Lesemonate. Einfach da Stapel haben und die Bücher zusammenhalten. Dann möchte ich auf diesem Kanal einfließen lassen, welche Bücher in meinem Zoom-Lesekreis besprochen werden. Den habe ich ja gerade gestartet und da habe ich mir jetzt was dazu überlegt, wie das konkret aussehen soll. Das heißt, ich werde alle 2 Monate hier ein Buch vorstellen, dann kriegt ihr harte statistische Fakten, wie dieses Buch im Lesekreis ankam und dazu meine persönliche Meinung. Und den Anfang macht dann Malé von Roman Ehrlich, das wir jetzt als erstes Buch gelesen haben. Jetzt kommen wir mal zu den Lesezielen. Da gibt es so ein paar feste und ein paar verbindliche Ziele und es gibt auch noch so ein paar lose Ziele, weil so ein bisschen flexibel will ich ja schon bleiben, so alter Lustleser, der ich bin. Ich möchte insgesamt bunter lesen und ihr werdet auch gleich sehen, wie ich das meine. Und weil es gut ist, immer sich so konkrete und messbare Ziele vor allem zu setzen, habe ich das jetzt auch gemacht. Also Vorsatz Nummer 3 wäre, ich möchte wieder mehr Sachbücher lesen als letztes Jahr. Also 2021 mindestens 10 Sachbücher beenden. Vorsatz Nummer 4 wäre mehr Comics lesen, mehr Graphic Novels lesen. 6 Stück habe ich mir gesetzt als Ziel bis zum Jahresende. Und darunter soll auf jeden Fall Persepolis sein, was schon in meinem Bücherregal steht. Außerdem will ich mehr Lyrik wieder lesen, deswegen mein 5. Vorsatz, 10 Lyrikbände bis Ende des Jahres. Außerdem will ich mehr Bücher von Autorinnen lesen, das heißt mindestens 10 Bücher, die ich lese, also beziehungsweise 10 Bücher, die ich neu anschaffe, sollen von Frauen sein. Ich hoffe, dass es am Ende mehr Bücher von Frauen sind. Das war Vorsatz Nummer 6. Vorsatz Nummer 7 ist, mindestens 10 der Bücher, die ich lese, sollen von internationalen Autorinnen sein.
Also es muss jetzt nicht alles kommunikativ sein, was ich sage. Am Ende sollen diese Leseziele ja irgendwo auch realistisch bleiben. So, mein achter Vorsatz ist, ich lese mindestens 10 Bücher, die nicht in meiner Muttersprache sind. Und Vorsatz Nummer 9 ist, mindestens 10 Bücher arbeite ich aus meinem Stapel ungelesener Bücher ab. Zehnter Vorsatz, den ich mir gesetzt habe, ist, es sollen mindestens 4 Klassiker bis Jahresende auch darunter sein. Und einer davon soll unbedingt Anna Karenina von Tolstoi sein, nachdem mir Krieg und Frieden so gut gefallen hat. Dann gibt es noch ein paar weitere lose Ziele. Ich will mehr Kinderbücher lesen, das wird sich automatisch hier ergeben. Und ich möchte auch wieder mehr Märchen lesen. Insgesamt kann man sagen, ich möchte mehr Bücher lesen, die so außerhalb meiner eigenen Bubble irgendwie spielen. Ja, und ursprünglich, wie gesagt, hatte ich gar nicht vor, mir so fixe Ziele zu setzen, aber ich habe dann bei einigen Booktubern so Lesevorhaben-Videos gesehen und das hat dann in mir so gearbeitet einfach, dass ich mir dann angefangen habe, so Gedanken zu machen und dann sind mir so nach und nach diese Ziele, die ich jetzt genannt habe, so zugeflogen. Das waren meine Leseziele für 2021. Wie sieht's bei dir aus? Hast du konkrete Pläne? Dann schreib mir das doch hier in die Kommentare. Ich danke dir fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.